Die Sanierung des Streckenabschnittes der Salzburger Lokalbahn zwischen Oberndorf und Ziegelheiden ist abgeschlossen. Auf einer Strecke von 1,6 Kilometern modernisierte die Salzburger AG Schienen, Schwellen und die Fahrleitungsanlage. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch die Haltestelle Ziegelheiden neu gebaut und auf die andere Seite der Gleise verlegt. Für die Fahrgäste der Salzburger Lokalbahn eine Komfortverbesserung. Für uns als Betreiber ist es sehr wichtig, dieser Ausbau, weil wir damit einerseits den Komfort für die Bevölkerung hier, für die Oberndorferinnen und Oberndorfer, aber auch für die Gümmingerinnen und Gümminger verbessern können. Und eines darf man auch nicht vergessen, es geht hier auch um Klima, CO2-Neutralität. Wenn ich von der Straße, vom Auto Gäste in den Zug auf die Schiene bekomme, hat das auch einen wesentlichen Klimaeffekt. Der neue 120 Meter lange Bahnsteig ist zukünftig über zwei barrierefreie Zugänge erreichbar. Die Haltestelle verfügt über einen modernen Fahrgastunterstand mit komfortablen Sitzgelegenheiten. Ebenfalls neu ist das Kundeninformationssystem. Dieses besteht aus einem modernen Abfahrtsmonitor und automatischen Bahnsteigansagen. Für den Oberndorfer Bürgermeister Georg Tschuntscher war die Verlegung des Bahnsteiges von größter Wichtigkeit. Für uns war vor allem wichtig, dass die Haltestelle auf die Ziegelheiden-Seite verlegt wird. Die alte Haltestelle war so konzipiert, dass quasi die ganzen Schülerinnen und Pendler von der Ziegelheiden-Seite übers Gleis gehen haben müssen, dass sie die Haltestelle erreichen. Und das bringt jetzt durch die Verlegung auf die Ziegelheiden-Seite ein Mehr an Sicherheit und das ist ganz wichtig. Für Gömming kommt die neue Eröffnung gerade recht. Ist man doch guter Dinge, dass das Betriebsgelände der ehemaligen Oberndorfer Druckerei bald wieder genutzt wird. Ja, für uns hat es eine große Bedeutung, vor allen Dingen jetzt, weil unser Nachbarbetrieb, also der nicht unser Betrieb, die Oberndorfer Druckerei, die zugesperrt hat, und wir hoffen doch, dass wieder ein neuer Betrieb kommt. Hoffen wir auch über 100 Mitarbeiter wieder, die dann wieder sicher auf den Arbeitsplatz kommen können und zurück. Und natürlich auch, es ist der einzige Bahnhof, den wir in Gömminger Nähe haben, dass unsere Gemeindebürger den auch nutzen können. 2, 1, jetzt! Die Haltestelle Ziegelheiden ist offiziell eröffnet. Für die rund 6.500 Einwohnerinnen und Einwohner von Oberndorf und Gömming steht nun einer komfortablen Fahrt mit der Salzburger Lokalbahn nichts mehr im Wege.